Mit TO 10 erschien ein wahres Biest in der Division 2, die exotische Pistole Regulus. In diesem Video zeige ich dir, wie du sie erhältst. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles, ich begrüße euch zurück in der Division 2, heute mit einem Guide zur exotischen Pistole Regulus. Wie bekommt ihr die? Als allererstes müsst ihr mal den Raid abgeschlossen haben, das heißt ihr braucht einen Lauf bis zum Endboss und dann bekommt ihr zwei Projekte in euer Inventar bzw. eben da wo eure Projekte sind und die sehen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Als allererstes müsst ihr Bollwerkteile abgeben. Hier, man sieht es eigentlich, ein komplettes Set. Aufpassen natürlich, Rucksack und Brust, die gibt es nur im Raid. Also, so wie ich in meinem Fall, ich musste auch mehrmals laufen, um diese ganzen Teile zusammen haben. Und das zweite Projekt ist eigentlich fast dasselbe. Hier über die Zukunftsinitiative hier ebenso ein komplettes Set abgeben. Also hier ebenso Farmen, Brust und Rucksack natürlich gibt es auch wieder nur im Raid. Wenn ihr das abgeschlossen habt, dann bekommt ihr erneut zwei Projekte und zwar einmal das Gießerei Bollwerk Montage und hier müsst ihr Ironworks Teile abgeben, die habt ihr aber eh schon im Inventar meistens oder ihr habt Teile zerlegt und dann High-End Sachen. Hier verschiedene Sachen wie den 5-11er Rucksack, Overlord Weste, Badger Tough Handschuhe und so weiter, aber aufpassen, ihr könnt keine Replikas abgeben, ihr müsst Originale abgeben. Also es bringt hier nichts, was zu craften, sondern ihr müsst die Teile farmen und ebenso ist das beim Zukunftsinitiative, das heißt eben für Gießerei Bollwerk und fürs Zukunftsinitiative. Hier braucht ihr eben ganz, ganz bestimmte Teile, die am besten abfarmen und dann ebenso abgeben. Wenn ihr das alles jetzt gespendet habt, dann bekommt ihr eigentlich erst das richtige Projekt, nämlich Rattennagen an unserem Knochen. Hier ist es so, hier brauchen wir verschiedene exotische Teile, denn die Pistole wird wieder zusammengebaut. Wo bekommt ihr die? Ja klar, wieder beim Raid. Und hier ist es so, das erste Teil beim Boss Nummer 1, das zweite Teil beim Boss Nummer 2, das dritte droppt Boss Nummer 3, wer hätte es gedacht, das vierte Teil beim Boss Nummer 4, aber es gibt keine 5 Bosse, wo ist das fünfte her? Und zwar, das ist aus der Kiste, das heißt also hier passt auf, dass ihr, wenn ihr den Weekly vielleicht schon aufgemacht habt, dann müsst ihr eine Woche warten oder eben 5-mal den Endboss legen, um genug Schlüsseln zu haben, aber ich rate euch, schaut, dass das auf einem Dienstag, also nach einem Reset in einem gemacht wird, dann habt ihr alle 5 Teile zusammen. Wenn ihr das Projekt abgeschlossen habt, dann bekommt ihr endlich die Blaupause. Hier die ganzen exotischen Teile haben wir. Das einzige, was uns dazu noch fehlt, ist Kohlefaser, Polycarbonat, Verschlussgase, Komponenten und ein benötigtes Objekt, nämlich eine 686 Magnum Polizeiversion Replikat. Und die könnt ihr natürlich an der Werkbank herstellen. Also hier einfach das Teil herstellen. Dann könnt ihr es verwenden für die Herstellung eurer Regulus und dann bekommt ihr die Regulus fix fertig natürlich in euer Inventar. Schauen wir uns noch kurz als Abschluss nochmal das Talent an der Regulus. Vielleicht habt ihr auch mein Video schon gesehen, das ich gemacht habe, aber nichtsdestotrotz. Das Talent ist Königsmord. Kopfschusskills verursachen eine Explosion im Umkreis von 5 Metern und bewirken bei allen getroffenen Gegnern 400% Waffenschaden und blutete Wunde. Und allein deswegen das Talent natürlich im Zusammenhang mit einem guten Gearset ist natürlich wirklich ein wahres Biest. Ja, somit ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich um Kommentare, Like, Abo natürlich freuen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.